Ich rieche mein Selbst. Und Tränen fließen kaskadengleich hinab in meine geöffneten Hände. Ich bin zu schwach, mein Gesicht zu verbergen. Den Raum bemessen, 3,5, 3 Meter. Im Dunkeln wird die Schwärze schwarz. Keine Grenze ist nah genug. Keine Wand hält meine Gedanken auf und keine Mauer meine Fantasie. So leer dieser Raum, so still. Totenstill. Nur gefüllt mit mir. Totenstill. Bis auf das Aufpitschen der Tränen, die in die geöffneten Handflächen fallen. Es riecht nach mir. Es riecht so dermaßen nach mir, dass ich nicht aufhören kann zu weinen. Und das ist das einzige Geräusch. Mein Weinen, mein Schluchzen. Ich habe die Tage gezählt, hinter mir in die Wand geritzt. Ich habe den Überblick verloren, weiß nicht, welche Stunde ist, nicht ob Tag oder Nacht, nicht ob ich 3 oder 8 oder 15 Stunden geschlafen habe. Erwachen immer im Schweiß. Immer noch, nach Tagen oder Wochen, Monaten oder Jahren. Immer noch nicht realisieren, dass dies hier mein Gefängnis, mein Kerker sein soll. Mein Grab?